Nein! Das kann ich aber nicht. Wie lange darf ich daheim hören sich das an? Diese Menschen sind entfesselt. Drogen wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Herzlichen Dank. Einmal mehr haben Sie das gesehen. Einmal mehr. Danke. Danke. Lassen Sie mich in diese heitere, entspannte Atmosphäre hinein einen eher düsteren Zaubertrick zeigen. Darf mal mein Tischchen. Danke. Ja, werde Ihnen jetzt etwas zeigen, was Sie so noch nie gesehen haben. Andeutungsweise bei Copperfield. Ich sage es immer wieder, im Gegensatz zu Copperfield arbeite ich allein. Ich werde während des ganzen Tricks zu sehen sein. Ich werde nicht irgendwo am anderen Ende des Studios auftauchen, nachdem ich vorher verschwunden bin. Sie haben mich jederzeit im Blick. Es ist nur mit einem Wort zu umschreiben, sensationell. Sie sehen diesen meinen Zauberbeutel. Er ist leer. Können Sie sich gerne davon überzeugen? Nee, Frau, würden Sie einmal bitte in meinen Beutel greifen? Vorsichtig, vorsichtig. Fühlen Sie irgendetwas? Nein, er ist leer. Auch Günni sieht es, auch wenn ich so tue, fällt nichts raus. Es ist ein komplett leerer Beutel. Was Sie gleich sehen werden, ist, ich werde diesen Beutel hochhalten und dann wird etwas in diesen Beutel hineingezaubert werden, und zwar Leibwäsche. Ich werde einer Dame aus ihrer Mitte die Wäsche vom Leib reißen, ich muss es so hart sagen, und in diesen meinen Beutel zaubern. Und ich werde ein Übriges tun. Sie wissen, befreundete Privatsender senden Sendungen, in denen Zaubertricks enthüllt werden. The Magician with the Mask. Das werde ich auch tun. Ich werde jetzt in loser Folge große Tricks enthüllen. Ich werde das natürlich auch mit einer Maske tun, damit Sie mich nicht erkennen. Funktioniert. Ich halte also diesen Sack hoch, sage natürlich zum Schein, Höschen, zack. Und anschließend hole ich das Höschen raus. Was ist in der Zwischenzeit geschehen? Ich habe etwas so Schnelles getan, dass Ihr Auge dem nicht folgen kann. Denn während Sie nur Sack hoch, Sack runter, Hand rein, Höschen rausnehmen, ist in Wirklichkeit Folgendes geschehen. Sack hoch, Sack langsam runter, Reißverschluss auf, Hand rein, durch den Boden, in die Hosentasche, Höschen raus. In den Sack rein. Reißverschluss wieder zu. Höschen raus. Wahnsinn, hä? Soweit die Enthüllung. Und jetzt das, was Sie nur sehen werden. Ich werde natürlich jetzt noch nicht verraten, welche Dame es trifft. Mein Zaubersack schwebt hoch über ihnen. Und jetzt, du Schlüpfergeist, fahre in eine dieser Damen. Reiß ihr mit deinen glitschigen, kalten Fottfingern
so runter, ich habe eine gesehen. Es ist die Dame in der zweiten Reihe von oben. Blond, lustige Löckchen, ein schulterfreies Kleid, was sage ich, ärmelfrei. Weiße Lilien auf schwarzem Grund. Ja, jetzt fühlt sie den Geist. Und zack. Jetzt ist ihr Höschen in meinem Beutel. Gnädige Frau, darf ich fragen, welche Farbe ihr Schlüpfer hat? Schwarz. Geben Sie den mal durch nach oben. Ja. Will das ja nicht behalten.